is 5M4, dan is er nog 34 geworden. De eerste Hauptbau war der Bauer Johann. Und Stellvertreter Eduard Twichtinger. Und der Beinederfell war der Hornist. Und der Grubertl der Maschinist. Nist, dann war der Stamperhansel, der Mühnepeppi, der Spiegel, der Alt Beineder. Und dann wird es etwas auch dabei. Das ist der Pützelkorl, der Hauselfranz, der Tanederkurm, der Wirt, der Waldpandauni, der Schwiegervater, der Zanzinger und der Hosenoberrat. Dann hat es der Schwiegervater, der Ichting übernommen, den Hauptmann und den Stellvertreter, der Beineder Ferdinand. Ne? Und in 70er Jahren, sagt er, in den 70er hat es sie übernommen, da ist der Hechtl Stellvertreter gewesen und der 20er ein der Schriftführer. Ja. Das war in den 70er Jahren bis in den 90er Jahren. Da ist dann der Schiff übernommen. Ich kann mir den Feuerwehr ganz kurz vorstellen. Ich bin 1976 zur Feuerwehr aus Bertenklag zugegangen. Im Jahr 1990 habe ich das Kommando übernommen. Mein Stellvertreter war da der Hechtl Johann und der Verwalter, der Steinbauer Franz. Wir haben nach, eigentlich nach 10 Jahren, nach 2 Perioden, haben wir noch der Hechtl Johann als Stellvertreter zurückgelegt und ist mein Nachfolger, was ich noch selber vorstellen würde, der Stiegl Josef. Und der Verwalter hat noch und auch der Steinbauer Franz hat auch noch und zurückgelegt in sein Amt und hat der Blomsteiner Herbert ist praktisch der Verwalter. Das jetzige Kommando. Zur Feuerwehr selber noch und wir haben das Feuerwehrhaus, wir haben hier unten einen Keller umgebaut, also einen Schulungsraum, Mannschaftsraum, da wo man da befindet, das ist das Büro. Und ja, und das nächste praktisch, was wir noch vorhaben, noch, und ist ein Fahrzeugkauf. Ich bin auch 1976 der Feuerwehr beigetreten und habe dann verschiedene Kurse besucht. Und dann im Jahr 2000 habe ich den Kommandanten Stellvertreter vom Hechtlhans übernommen. Unser Mannschaftsstand in der Feuerwehr sind 48 Mitglieder, davon sind 11 Reservisten und 37 Aktive. Ja, wir haben zu unserem Klarlöschfahrzeug, was wir da haben, haben wir unsere gesamte Ausrüstung drin, die was im Einsatz auf die Einsatzstelle gefahren wird. Und zu dem Klarlöschfahrzeug haben wir ein Kommandofahrzeug angeschafft, das als Einsatzleitstelle genutzt wird, wo der Schriftverkehr und der Funkverkehr und die ganze Einsatzleitung abgewickelt wird. Geradeaus, Wasserentnahmestelle der Park, verteilen nach 2 B-Längen. Angriffsflug liegt Zubringer weiter mit den 2 C-Rohren. Erstes und zweites Rohr vor! Sauber zu Wasser! Angesaugt! Jetzt? Ich muss sagen, eigentlich die Übung ist ganz super funktioniert, hat ganz gut geklappt.
Und damit beschließen die Übung mit einem heftigen, kräftigen Gut wer? Ruhe! Ja.